Was genau macht einen guten Mountainbike-Ride aus? Ist es die Herausforderung oder ist es die Freiheit in der Natur? Oder ist es das, dass du einfach irgendwann vollkommen aufgehst mit der Bewegung, mit dem Trail, mit deinem Mountainbike? Genau diese Kombination aus diesen Gefühlen nennt man meistens Flow-Zustand. Und genau um diesen Zustand geht es im heutigen Video. Der Flow-Zustand wird als mentaler Zustand beschrieben, in dem du vollkommen in einer Tätigkeit aufgehst. Das muss nicht unbedingt immer das Mountainbiken sein, sondern das kann auch in jeder anderen Aktivität in deinem Leben der Fall sein. Ich bin sogar der Meinung, dass wir es erreichen sollten, dass wir das in fast jedem Lebensbereich irgendwie haben. Aber wie kommt dieser Zustand überhaupt zustande und wie können wir ihn vielleicht sowieso irgendwie überall erschaffen? Das wäre doch eine super Option für uns alle, wenn wir das in allen Lebensbereichen irgendwie hinkriegen würden, dass wir diesen Flow-Zustand praktisch ständig in unserem Leben haben. Was würdest du sagen, wenn du wüsstest, du müsstest nur wenige Dinge beachten und du könntest diesen Zustand praktisch überall haben? Psychologen sagen, im Flow-Zustand verschmilzt praktisch Körper und Geist. Und bei uns als Mountainbiker würde das im Umkehrschluss bedeuten, wir haben einfach puren Spaß auf den Trails und sind einfach eins mit unserem Fahrrad. Das Gefühl ist dir mit Sicherheit schon mal untergekommen, wenn du einfach auf dem Trail bist und es einfach mega gut läuft an einem Tag. Wir alle haben schlechte und gute Tage, aber ich bin davon überzeugt, du hattest auch schon mal so einen Tag, wo es einfach mega gut lief. Vielleicht hast du das also auch schon mal erlebt. Jede Kurve läuft wie von alleine, jeder Sprung fühlt sich gut an und irgendwie hast du die vollkommene Kontrolle. Ich möchte dir jetzt als nächstes ein paar Merkmale nennen, woran du den Flow-Zustand überhaupt erkennen kannst, damit du überhaupt weißt, wovon ich spreche. Punkt Nummer 1 ist völlige Konzentration. Das heißt, du vergisst alles um dich herum und es läuft einfach so. Du bist einfach vollkommen im Moment. Der zweite Punkt ist das Gefühl von Kontrolle. Du fühlst dich eins mit deinem Bike und fühlst jede Bewegung ganz genau in deinem Körper. Du bist praktisch eins mit deinen Bewegungen, mit deinem Geist und mit deinem Bike natürlich. Der dritte Punkt, den kennst du wahrscheinlich auch bei anderen Aktivitäten, und zwar das Gefühl von Zeitverlust. Du merkst gar nicht mehr, dass auf einmal schon 3-4 Stunden vergangen sind, weil es sich einfach so gut angefühlt hat. Der vierte Punkt ist tatsächlich ein Punkt, der ist so ein bisschen einer der wichtigen und der Knackpunkt an vielen dieser Dinge. Und zwar, dass du die Herausforderungen gut meistern kannst. Die Herausforderung ist nicht zu schwer und nicht zu einfach. Und du hast das Gefühl, dass dich einfach gerade sowieso nichts stoppen kann. Aber dieser Zustand des Flows kommt nicht von ungefähr, sondern es gibt so ein paar Dinge, die man beachten muss, damit man diesen Zustand erreicht und einfach eine gute Zeit auf dem Bike hat. Und genau dazu möchte ich dir auch ein paar Punkte nennen. Punkt Nummer 1 ist, kenne deine Grenzen, kenne dein Können und wähle den Trail deines Skillsets entsprechend. Das bedeutet, du kannst den Flow-Zustand nur erreichen, wenn der Trail nicht zu einfach ist, aber auch nicht zu schwer, sondern halt eben genau richtig für dich. Und das soll sich gut anfühlen, aber auch ein bisschen herausfordernd sein. Und diesen Punkt, den kannst du praktisch auf alle anderen Lebensbereiche mit anwenden. Wenn du zum Beispiel einen Job hast, der dich eigentlich total unterfordert oder halt überfordert, dann fühlt sich das doof an. Wenn du aber etwas ausübst, was dich genau richtig fordert, indem du aufgehen kannst, dann fühlst du dich gut und hast auch alle Merkmale des Flow-Zustands. Der zweite Part ist besonders für uns Mountainbiker ein wichtiges Ding, und zwar vertraue deinem Bike. Achte auf jeden Fall darauf, dass dein Bike in einem guten Zustand ist, denn wenn du dich während der Fahrt die ganze Zeit darauf konzentrieren musst, dass irgendwas an deinem Bike nicht stimmt, kannst du auf keinen Fall dich auf das Szenario, den Moment und das Gefühl konzentrieren, sondern du musst die ganze Zeit an dein Fahrrad denken und das wollen wir natürlich nicht.
Uiuiui, ey. Und jetzt ein Punkt, den ich auch oft in meinen Kursen bespreche mit den Leuten. Fokussiere dich auf die Bewegung und das Tun an sich. Denke nicht daran, was du alles noch machen musst und so weiter, sondern lass einfach los, schau dorthin, wo du hin willst und sei einfach die Bewegung. Das klingt jetzt vielleicht schon fast philosophisch, aber genau in diesem Zustand kannst du den Flow-Zustand am besten erreichen. Und meistens ist es doch so, desto weniger wir nachdenken beim Mountainbiken, desto besser läuft das Ganze irgendwie. Und diesen Moment kennst du mit Sicherheit auch. Es gibt da zum Beispiel einen Film, den ich sehr empfehlen kann, und auch ein Buch, das heißt Peaceful Warrior, der Pfad des friedvollen Kriegers. Und dort gibt es einen Film zu und natürlich das Buch, kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Und dort geht es praktisch darum, wie gut du Dinge tun kannst, wenn du im Moment bist. Und der Dan, der Hauptdarsteller, wird dann gefragt, das ist so das Finale des Films praktisch, erstens, wo bist du? Und er antwortet, hier. Dann fragt er, what time is it? Wie viel Uhr ist es? Now. Dann sagt er, jetzt. Und als drittes wird er gefragt, wer bist du? Und dann sagt er, dieser Moment. Und genau darum geht es. Genau das ist der Flow-Zustand. Und das Schöne an unserem Hobby ist, dass den tatsächlich jeder erleben kann. Egal, ob du Profi bist oder Anfänger. Denn ob du diesen Zustand erlebst oder nicht, kommt nur darauf an, wie gut du mental im Moment sein kannst. Und natürlich auf die Merkmale, die wir vorher besprochen haben, wie zum Beispiel, dass du die richtige Strecke auch für dich auswählst. Wenn du eine Strecke wählst, die viel zu schwer für dich ist, wirst du als Anfänger nicht in diesen Zustand kommen, sondern fühlst dich meistens die ganze Zeit überfordert und bist am Ende wahrscheinlich froh, dass du heil und lebend unten angekommen bist. Ich denke, jeder Mountainbike-Anfänger hat diesen Moment schon erlebt und kann davon sprechen, dass sich dieser Moment nicht schön anfühlt. Deswegen beachte die Merkmale, die wir in diesem Video besprochen haben, und ich verspreche dir, du wirst viel, 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 viel mehr Spaß am Biken haben. Ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall, dass du diesen Zustand öfter in deinem Leben hast. Für mich ist es nicht nur ein Zustand, sondern für mich ist es ein Ziel beim Mountainbiken und auch ein Ziel im Leben, so oft wie es geht, diesen Zustand zu erreichen. Und mir ist es besonders wichtig, dieses Thema mal mit euch zu teilen, denn ich finde, dass wir zu wenig über solche Dinge sprechen. Oft wird alles, wenn es um Mentaltraining geht, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und es heißt einfach machen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch was dran, aber selbst etwas einfach zu machen, erfordert mentale Stärke, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, auch Vertrauen in das Material. Und wahrscheinlich bist du dann, wenn du die Dinge einfach machst, sogar auch in diesem Flow-Zustand, worüber wir das ganze Video über jetzt gesprochen haben. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren mit diesem Video und dir vielleicht einen kleinen Denkanstoß geben. Ich freue mich, wenn du ein Abo dalässt. Und wir sehen uns in den nächsten Videos, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.